Hallöchen Leute, ich melde mich jetzt nochmal wegen dem ganzen C64, C128 Krimskrams. Das ist die andere Geschichte jetzt. Ich habe das nicht zum Laufen gekriegt, keine Spiele, nichts. Jetzt habe ich hier unter Emulator, zeig mal Cracken am Laufen. Wenn ich das am PC versuche, beziehungsweise am C64, geht's nicht, zeige ich euch gleich nochmal. So, jetzt seht ihr, da unten läuft Aktivität durch. Also er kriegt gerade Daten. Das ist die erste ZEC. Das war die, die ich eben im Emulator laufen lassen habe. Die lade ich jetzt genau darüber. Da sieht man jetzt nichts. Und das läuft da jetzt durch. Das dauert eine ganze Weile. Ich beschleunige das mal. So, jetzt seht ihr da keine Aktivität mehr. Jetzt möchte er Diskette 1 haben und dann soll ich den Joystick-Knopf drücken. Die Version ist halt eben nicht Deutsch, Englisch, keine Ahnung was das ist. So, jetzt wähle ich mal die zweite Diskette da aus. Habe ich jetzt ausgewählt. Jetzt gehe ich auf den Joystick. Kommt das. Passiert nichts mehr. Und manchmal habe ich das Bild komplett grün. Und das ist hier mit dem C128. Jetzt ist es auf Dolphin DOS. Das macht auch keinen Unterschied, ob ich das auf Dolphin DOS oder CBM habe. Ich schließe jetzt nochmal den C128 an und versuche es da nochmal. Da bin ich wieder. Ich werde hier noch total bekloppt. Ich werde nochmal irre. Ganz ehrlich. C128 wieder. Habe ich mir wieder hier zurecht gefriemelt. Auf dem Monitor ist gar nichts. Da habe ich überhaupt nichts geändert. Das hat er jetzt geladen und hat unten aufgehört. Und da kommt nicht, drücken Sie einen Knopf. Da kann ich hier einen Knopf drücken, wie ich will. Da passiert auch nichts an der Aktivität. Also ich werde hier nochmal bekloppt. Aber ganz ehrlich. Das kann doch nicht wahr sein. Aber was ich mitgekriegt habe, ich habe ja gezeigt, der 8580 R5, der steckt auch in meinem C64 drinne. Mit dem Dolphin DOS. Da steckt der auch drinne. Könnte ich mal gegeneinander tauschen. Und ich habe hier mal die Stromaufnahme bei 5 Volt gemessen. Mit einem Labornetzteil, der nimmt hier schon fast 2,6 Ampere, nur auf der 5-Volt-Leitung. Da ist irgendwas nicht ganz richtig. Ich brauche eine Diagnose-Cartridge, ganz dringend, die ich da reinstecken kann, dass das Ding durchläuft, RAM-Speicher testet und hast du nicht gesehen, damit ich sehen kann, ob da irgendwas ist. Ich schätze mal, der hier hat ein Problem mit seinem RAM irgendwo und der C64, der ich nicht da unten habe. Oder den ich ja auch noch hier habe, hat auch noch irgendwo Probleme mit seinem RAM. Ich glaube, der teilt sich den RAM mit dem Grafikspeicher oder mit dem Grafikchip oder was, keine Ahnung. Irgendwie war das so ganz komisch. Ich werde hier nochmal bekloppt, ganz ehrlich. Zack McCracken kriege ich nicht gedownload, nicht gestartet hier auf dem Teil, auf dem anderen ja, naja, halbwegs. Kriegen wir hier China Sisters, das kriegen wir hin. Maniac Mansion. Wo ist das denn? Da. Da. In eine Swap-Liste reingepackt. So, wieder auf Go 64. Ja, bin ich sicher.
So, dann machen wir Load Dings 0,8,1 teilweise muss ich es machen. Loading, Aktivität ist zu sehen. Ja. Ich hatte das, glaube ich, einmal bei mir am C64 am Laufen gekriegt. Einmal. Ein einziges Mal. Aber nur bis zum Intro und dann ist abgestürzt. Jetzt will ich mal gucken, ob der C128 das kann. Keine Aktivität mehr. Jetzt möchte er ran haben. Da macht er jetzt so. Und jetzt muss ich mal gucken, ob er Aktivität macht. Einmal kurz, ja, ein bisschen länger, okay. Aktivität ist zu sehen. So, ich lasse es mal laufen, ich mache mal wieder schneller. Ich glaube, der hat ein Problem mit seinem RAM. Ich schicke hier mal auf die andere Disk. Ja, ich glaube, der hat ein Problem mit RAM. Irgendwo mit dem höheren RAM-Bereich. Keine Ahnung. Ich google mal durch, wie ich da über BASIC den RAM testen könnte. Irgendwie geht das auch. Man kann ja irgendwie in den RAM was reinschreiben und zurücklesen. Dann muss ich mir mal die Befehle raussuchen. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Ich weiß, dass es geht. Ich suche mir mal was raus. So, da bin ich wieder. Ich habe da was gefunden im Internet. Das ist der C128. Der sagt DRAM 15 Error. VDC DRAM 15 Error. VDC R2 bis 64 Kilobyte steht da ganz oben. Was VDC DRAM 15 ist, keine Ahnung. Also er hat zumindest irgendwo einen RAM-Error. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ich habe aber noch einen anderen RAM-Test, den werde ich nochmal durchlaufen lassen. Melde ich mich dann auch gleich nochmal wieder. Da bin ich wieder, jetzt bin ich im C64-Modus drinne und habe da das gleiche, DRAM 15 Error. Aber was DRAM 15 ist, weiß ich noch nicht. Kleinen Moment. Das habe ich jetzt soweit gefunden, das scheint alles an RAM zu sein. 64 mal 4, 64 mal 4, 64 mal 4, 64 mal 4. Ich denke mal 128 und 128 oder wie auch immer er das aufteilt, keine Ahnung. Jetzt werde ich nochmal den C64 wieder anschließen und werde da mal das gleiche machen. Mal gucken, was der sagt. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich bin jetzt hier am C64, der sagt okay. Der hier. Sagt er okay. Aber irgendwas ist doch nicht okay. Keine Ahnung. Okay. Dann. Ja. Genug Frust gehabt. Ich mache jetzt Schluss für heute.